Ja, und die drei Sachen hier. Aber hier in dem Teil kann ich leider nichts sehen. Ich kann doch hier die Arbeitsgebäude mehr zeigen lassen. Das war's auch schon. Naja. So, es fehlen nur noch die Waffen eigentlich. Und da ist unser Händler unterwegs. Voll bepackt mit Waren. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, ich muss wirklich irgendwie gucken, wie ich Nahrung von hier nach darüber bringe. So, doch, du hast mittlerweile langsam wieder Produktivität, das ist schön. Weil mir geht auch langsam das Eisenerz aus. Wir müssen dringend gucken, dass wir hier Brot einlagern. Also bringt Brot. Na, dank meiner riesigen Schweinezucht hier dürften wir niemals ein Wurstproblem haben. Ein Rego, zwei Gold, die kommen da, die fehlen noch für die Armee. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wir danken euch für diese großzügige Spende. Könnte ich zulassen, dass er diesen Clip noch mehr unschuldige Seemänner erleben lassen? Helft uns dann bei diesem edlen Teilhalt zu gebieten und selbst uns Brennstoff, damit wir ein Leuchtfeuer zünden können. Das groß genug ist, da das Schiffen vor diesem gefährlichen Riff zu warnen. Ja. Ja, irgendwann müssen wir dann aber auch den Leuchtturm erreichen können und den Zündmechanismus erforschen können. So, kriegen wir jetzt etwas Brot hier rein? Gebäudeausbau fertiggestellt. Jo, es kommt langsam etwas Brot hier rein. Na, ganz ehrlich, hier unten sollte mehr als genug Brot sein, das sagt er, dass hierüber verlagert werden könnte. Wisst ihr, das wäre auch so ganz schick. So, ich denke, wir haben hier langsam genug Brot eingelagert, dass die beiden wieder auf Hochtouren arbeiten können. Oh, von da kommt auch Brot. Sag bloß, es kommt hier um die Ecke.
So, Holz und Kohle werden eingelagert in der Handelsgilde. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und 6 hiervon. In Auftrag geben. Oh, und ihr habt keine Kohle hier mehr. Dann geologiert erstmal. Die Fischer haben noch etwas Fisch. Ihr habt auch noch etwas Fisch. Und ja, in meinem Hauptgebiet gibt es nur noch Holz. Als natürliche Ressource. Der Fisch wurde schon gestrichen. Oh, wo gibt es denn hier eigentlich Fisch? Ach, hier würde es Fisch geben. Und Eisen, aber Eisenerz selber haben wir mehr als genug. Unser Problem ist gerade, dass die Nahrungsversorgung hier nicht ganz so gut läuft. Aber da kommt ja noch mehr Brot. Na komm, lassen wir weiter Brot einlagern, dass sie sich ein bisschen darum kümmern. Ja, jetzt haben wir das ganze Brot hier aufgebraucht. Das heißt, irgendwann kommt von hier das Brot eigentlich. Müsste kommen. Mit der Versorgung hier aus. Kohle, ja. Wie viel brauchten wir noch mal? 60, 40. Also sollte die Kohle fast alles schon da sein. Ja. Dauert es also ein bisschen länger mit dem Holz. Hey, der Weizen schießt in die Höhe. Also unsere Weizenbestände, das ist sehr gut. So, wie sieht's hier aus? Kohle haben wir. Eigentlich nur noch das Holz. Oh, und wir haben unseren ersten Reiter. Zweiten Reiter. Was war hier nochmal ein Reiter? 2 Klamotten, ein Ring und 3 Gold. Ja, sobald das der Brennstoff da ist für die... Obwohl, können wir jetzt gleich losschicken.
10 hiervon. Und 5 hiervon. So. Um etwas mehr Geld zu machen. Während wir auf das Holz warten. Das muss halt von überall erst angeschafft werden. Also gerade von den Gebieten, wo wir viel Holz haben. Also hier zum Beispiel. Wo bauen wir noch Holz ab? Gute Frage. Hier nicht. Hier bauen wir viel Holz ab. Hier haben wir 2 Förster. Hier haben wir eigentlich auch 2 Förster. Also ein hier und ein hier oben. Hier haben wir einen. Nicht zufällig einen gerade mit einem freien Bauplatz. Nein. Ich kann aber einfach nach Arbeitsgebäuden gucken. Also hier Holz. Ah, hier haben wir auch noch einen. Okay. Hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Hier sehe ich keinen. Hier haben wir noch 2. Ja, stimmt. Hier in unserem neuen Gebiet. Und hier ist auch relativ viel Holz. Da geht die erste Klamottenladung dahin. Oder die zweite schon. Die erste. Okay. Ja. Brot im Überfluss. Ja, unsere Köhlerei kriegt wieder Produktivität. Sehr schön. So, jetzt sind die Kanoniere an der Reihe. Die brauchen noch mehr Ringe und alles. Ah, zum Glück stellen wir ja mehr als genug Ringe her. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mhm. Wir haben ja auch die ganzen Forschungen für satte Ernte und Akkordarbeit. Und auch die Viehzuchtsforschung. Deswegen kriegen wir auch so viel Wolle und Stoff rein. So, Kanonen werden ausgebildet. Gebäudeausbau fertiggestellt. Da kommt jetzt auch langsam das restliche Holz, was wir benötigen. Da kommt Gold. So. Da geht, jetzt müssen jetzt eigentlich die Baumaterialien genau losgehen. Und da müsste auch die Ringe für den Handel mit dem Verkauf für Gold losgehen. Genau, sehr schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut.